Herzlich willkommen, meine Freunde, hier zurück auf Toni Totschläger TV mit eurem Toni Totschläger. Wir sind hier wieder back, Alter, in UFC und wollen heute auf jeden Fall hier direkt wieder in der Meisterschaft durchstarten. Und wir machen hier mal das Schwergewicht diesmal weg. Schwergewicht kam ziemlich oft und drücken hier direkt mal auf X und warten mal ab, wer unser Gegner sein wird. Was will er denn kämpfen hier? Halbschwergewicht. Okay. Suchen wir, was hat der für einen Stil hier? Kickboxer. Auch Kickboxer. Aber fast nur Kickboxer hier. Ringer, ne, Ringer mag ich nicht. Alles Kickboxer, kein Boxer dabei? Griechisch-Römisch, Alter. Was ist denn Griechisch-Römisch? Ah, der Gustavsson. Der ist ziemlich jung. Ja, wir haben noch Zeit. Wir gucken also. Robbie Lawler, den haben wir ja schon mal genommen. Der war auf jeden Fall geil. Karate. Karate ist vielleicht auch ganz geil. Hier, wir nehmen den hier, Alter. Chuck Liddle, Junge. Chuck Liddle. Wir nehmen den einfach. Der kommt mir irgendwie sympathisch vor. Ob er gut ist oder nicht, die werden sowieso alle bestimmt den 94er nehmen. Das ist unser Ballade. Denn wir wollen überzeugen, Alter, durch guten Kampf, durch gute Techniken. Ja. Ich habe gestern zum letzten Mal gespielt. Ja, war klar. War klar, dass wieder so einer kommt halt. Aber egal. Gucken hier mal direkt auf X. Gegner will wieder nicht überspringen. Wie immer. Doch, jetzt will er überspringen. Ich höre ihn sogar, ihr aber nicht, weil ich die Kamera ausgestellt habe. Er muss ja nicht hören, dass ich laber. Okay. Mal gucken, was der so kann hier, den ich hier habe. Bam. Boah, der hat uns schon hier gute Körpertreffer gegeben. Shit, ey, der ist gut stark, glaube ich. Guter Kick zum Körper. Guck mal her, ihr Digga. Kick zum Körper, aber er macht ganze Zeit nur Körpertreffer. Was ist denn mit ihm los? Guck mal her, ihr Digga. Ja, schöner Kick zum Körper. Er macht ganze Zeit nur dasselbe, Alter. Was ist denn mit ihm falsch, Alter? Ja, ich sehe es doch, Alter. Er kloppt uns einfach ganze Zeit nur gegen Brustkorb. Sein Bein ist auf jeden Fall schon kaputt. Er verpasst ihm einen linken Haken. Ah, der ist gut langsam, der Typ. Er war vielleicht eine schlechte Wahl. Er macht immer nur das Gleiche die ganze Zeit. Mein Gott. Machen wir auch mal das Gleiche hier. Ein paar Schläge auf rechts. Bam. Bam. Voll ins Gesicht, Junge. Bam. Noch eine ins Gesicht. Noch eine, noch eine. Digga, du musst mal dein Gesicht schützen. Lauf mal nicht weg hier. Lauf mal nicht weg. Oh, er kommt voll von der Seite oder von hinten. Ja, tret mal, Alter. Tret mal, mach die mal gut kaputt. Bam, bam. Boah, das wäre eine schöne Kombination. Er tritt uns einfach die ganze Zeit nur auf den Körper. Oh, jetzt aber. Oh, nein, nein. Er knockt uns gleich aus. Er macht die ganze Zeit nur dasselbe einfach. Was ist denn mit ihm los? Ey, du Spasti, Junge. Egal, tritt man nochmal. Bam. Jetzt treten wir ihm seine Fresse weg, Alter. Jetzt machen wir Oma das gleiche hier. Nein. Und da sind wir weg. Er hat uns den ganzen Körper zerstört, Alter. Was ist das denn, Junge? Das ist doch voll behindert, Alter. Mein Gott, Alter. Das ist, wenn die... Ich hab doch schon seine Fresse gehört, Alter. Voll das Kind, Mann. Scheiße, ey. So ein behinderter Bastard, Alter. Wir müssen einfach auch den... mit den höchsten Stats nehmen, Alter. Der hat viel mehr ausgehalten. Wir haben ihm voll die Tritte ins Gesicht gegeben. Er hat die ganze Zeit einfach nur Körpertreffer gemacht. Gehen wir direkt in den nächsten Kampf.
Wir lassen diesmal einfach alles so, ist sowieso relativ. Und nehmen uns dann einfach auch den höchsten. Ah, ist das wieder Federgewicht? Ja, der hier ist geil, den hatten wir ja schon mal. Den nehmen wir auch direkt. Aber warte, wir gucken hier erstmal nochmal. Das, was ist das? Ringer, Kickboxer, Kickboxer. Alles Kickboxer. Okay. Der hier ist auch krass, Alter. Hä? Warum gibst du denn den zweimal? Ja, sehr blöre. Wieso gibst du denn den zweimal in zwei verschiedenen Stärken? Egal, nehmen wir ihn ja, ne? Ablara. Der ballert, ey. Den gibt's einfach doppelt, ne? Oh, yeah. Ey, wir müssen jetzt gewinnen, ne? Boah, das war der vierte Kampf, den wir verloren haben. Mein Gott. Wird man nur verarscht, ey. Sah schlecht gemacht, ey. Ich hab die doch alle geblockt, das kann doch nicht sein, ey, dass er die ganze Zeit. Der hat auch immer voll wenig Ausdauer. Wir hätten ihn da eigentlich voll wegbumsen müssen. Er ist hier mit dem Ruster unterwegs, habe ich direkt mal gedrückt. So, jetzt wollen wir hier aber mal was zeigen. Bam, bam. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Erstmal abwarten hier. Machen wir mal ein paar Körpertreffer. Boah, boah. Was ist los mit dir, Digga? Ist gleich hier angreifen mit deiner Scheiße. Bam. Bam, 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 bam. Boah, schöne Kombination hier. Oh nein. Geh mal weg. Geh mal weg, Digga. Alter, er zieht mich voll, der Wichser. Ich kann mich gar nicht befreien daraus. Irgendwie. Lass mich los. Ich komme hier nicht raus. Was ist denn mit ihm los? Ich komme hier nicht raus. Er lässt mich da nicht raus. Jetzt. Krass. Aber manchmal verstehe ich das nicht. Starker Sidekick. Oh nein, nein. Nein. Ja, das ist doch einfach nicht möglich. Bam, bam. Der hat auch gut gesessen. Och Mann, Alter, hau ab. Diesen beschissenen Griffen, Alter. So. Jetzt gebe ich dir Boxer. Ja, das war so klar, ne? Das war so klar, dass er sich da gleich wieder raus befreit, Alter. Lass mich hier raus. Lass mich hier raus, habe ich gesagt. Alter. Er lässt mich nicht raus. Ich komme da nicht raus. Warum geht das nicht, Mann? Es muss doch gehen, Alter. Nein. Nein. Bin ich rausgekommen? Komm, wir müssen jetzt aufstehen, Alter. Das ist doch nicht wahr, Mann, Alter. Wie blockt er das denn, Mann? Ey, ich raste gleich aus, Mann. Das kann doch einfach nicht sein. Ich peil das nicht. Ich peil diese komischen Groundkämpfe nicht, weil irgendwie. Ja, jetzt schlägt er uns kaputt, Alter. Ja, korrekt. Ich kann wieder nichts machen. Das ist doch zum Kotzen, Alter. Fick dieses Spiel, Alter. Fick es einfach, Mann. Wie kommt man denn aus der Scheiße raus, Mann? Du Hurensohn, Alter. Ach, mein Gott, Alter. Jeder macht einfach die ganze Zeit nur das Gleiche. Ist doch hässlich, Mann. Ich muss diese Groundkämpfe auf jeden Fall trainieren, Mann. Das. Nee. Sowas peile ich nicht, Alter. Da denkt man, alles ist geil, Alter. Man kämpft richtig gut und dann kommt so eine Scheißschwuchtel, Alter. Hier den Santos nämlich, glaube ich. Ah, nee. Ah, hier, der uns besiegt hat, den wir. Wir nehmen jetzt auch mal einen Ringer, Junge. Wir nehmen jetzt auch mal einen Ringer.
Eiskalt. Ich habe noch nie einen Ringer genommen, wo ich eigentlich gar keinen Bock. Ich habe eigentlich gar keinen Bock auf diese Ground-Kämpfe, ne? Klar, das gehört bei UFC dazu, Alter, aber. Ja, irgendwie funktioniert das nicht richtig, Mann. Wenn man sich dagegen wehren will, aber die Gegner können sich immer dagegen wehren. Ich muss das irgendwie noch ein bisschen in der Karriere oder so üben, Alter. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert richtig. Und als nächstes ein Fight im Schwergewicht zwischen Travis. Weil man kann sich daraus ja eigentlich befreien. Ich drücke, aber halt irgendwie steht da gar nicht auf. Keine Ahnung, wie das geht, ey. Ja, Digga, drück doch einfach. Hat er den auch genommen? Nee. Oder? Doch, ich glaube, wir haben beide den gleichen, oder? Mal abwarten. Ja, drück doch, ey. Mann, bin ich angepisst, ey. Richtig sauer, Junge. Mein Gott, ey, zweimal verloren. Richtig eklig. Dabei wollte ich das so gerne für euch gewinnen. Diese Ground-Kämpfe, darauf komme ich einfach noch nicht klar, ey. Weiß nicht, wie man sich da befreien soll. Moa, was? 2,1 Meter ist er groß. War doch nicht den gleichen. Travis Brown, Alter. Ja, ey, bitte drück doch einfach X. Mit dir los. Dass die Leute sich das immer noch angucken wollen. Wir kämpfen mal, kämpfen. Okay. Um das jetzt zu üben, hier machen wir mal gleich hier den. So. Komm schon. Ey. Habt ihr das gesehen? Komm, komm, komm. Ich komme noch nicht raus. Na doch jetzt. Ah, ja, ist klar, Mann. Komm, gib ihn. Das ist ja nicht das. Oh, ja, ist klar. Wie soll ich denn da rauskommen, wenn er jedes Mal wieder aufstehen kann? Alter, jetzt nehme ich dich auseinander, Alter. Da, schon wieder. Boah, hat er mir eine Bombe gegeben. Ich bin immer gleich rot, Alter. Boah. So. Machen wir gleich mal nochmal so ein. Bumm. Jetzt wollen wir mal gleich einen Positionswechsel machen. Bam, bam. Und gleich noch ein. Jetzt hier gleich mal eine Submission. Sauber. Na, schade. Nein. Komm, geh da raus. Ja, gegen ihn klappt der Bodenkampf ein bisschen. Aber auf jeden Fall ein bisschen mehr gerissen als gegen die anderen. Bam, Alter. Haben wir ihm ein gutes Bein gezogen, Sauber, und nochmal. Bam. Gehen wir jetzt mal richtig auf die Ground-Kämpfe hier. Ach, hat er sich gleich befreit, ey. Ja, und auch diesmal kommt er wieder hoch. Ja, egal, mach mal. Bam. Bam. Ja, man merkt doch, der ist richtig langsam, Alter. Also meiner. Dadurch, dass er so ein Wrestler ist. Oder was? Den konnte er einfach abwehren. Klasse Punch. Schöne Kombination. Oh Mann, was für ein Kick. Schöne Rechte. Komm schon. Und jetzt noch eine. Kipp ihn eine. Jetzt gib ihn eine! Jetzt! Jetzt! Sauber! Und jetzt gib ihn Fäuste. Drisch, drisch. Jetzt nochmal. Ach, er befreit sich schon wieder. Das gibt's doch nicht.
Bam. Bam. Ja, da ist er angeschlagen. Alles klar. Oh, da ist die Runde vorbei. Da haben wir gerade so ein geiles Match gemacht, ey. Schade. Nach so frustrierenden zwei Runden. Ja, die Runde gehört da auf jeden Fall uns, da kann man nichts sagen. Die zweite Runde beginnt. Gute Sachen hier gemacht. Eine satte Gerade zum Kopf. Ja, Übung macht den Meister, aber... Boah. Muss ein bisschen aufpassen. So. Na, nochmal, ja. Ein bisschen auf den Bodenkampf gehen, ja. Ja. Digga, jetzt knammer ich richtig. Nein, 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 nein. Geh da raus, geh da raus. Gleich nochmal draufhauen. Lass ihn da nicht raus. Lass ihn ja nicht raus. Lass schnell noch andere Positionen. Sauber, sauber, sauber. Nein, 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 nein. Ach, jetzt ist er aufgestanden. Und er steht wieder. Ja, ja, der Roundhouse-Kick erwischt ihn am Kopf. Einmal kurz her. Oh. Ja, ist auch schwer, den kleinen hier, den ich habe, zu treffen, ne? Merke ich schon. Tja, wieder. Ey, wir haben den schon so mies Maß genommen eigentlich. Ah, der hält sich auf jeden Fall wacker. Da hat er gerade einen miesen Kick abgekriegt, ey. Buff. Oh, da haben wir auch einen guten Kick abgekriegt. Komm schon, mach doch mal einen coolen Kick. Ah, er kann nur diese ganzen Dinger. Sauber. Sauber. Jetzt hat er auf jeden Fall gerade gar nichts, um sich hier richtig zu wehren. Komm, komm, mach doch die Submission, Mann. Er kommt wieder auf die Beine. Bam, bam. 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 Oh nein. Der hat uns genau dann getroffen, ey. Der hat schon einen richtig roten Kopf, ey. Wir müssen jetzt eigentlich nur noch auf seinen Kopf treten. Bam. Guck mal, er blutet schon. Aber wir müssen aufpassen, ey. Er lockt uns sonst im falschen Moment einfach aus. Ey, sein Kopf ist schon übelst rot. Das kann doch nicht sein, Mann. Okay, egal. Dann gibt's jetzt mal einen Power-Trip. Nein. Oh, jetzt müssen wir aufpassen. Bam. Komm, 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 komm. Nein, nein, wehr ihn doch mal ab, Alter. Was ist denn mit dir los? Komm, 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 komm. Lass ihn gar nicht verschnaufen. Oh Mann, Alter. Jetzt hat er wieder die Oberhand. Definitiv. Oh. Komm schon. Frier noch mal darin ein, Alter. Was ist denn los? Oh, Junge, megamäßiger Suplex, Alter. Der hat ihn auf jeden Fall hart getroffen. Schnell in die Submission rein. Ja! Nein, die Runde ist zu Ende. Da hätte ich ihn fast noch mit einer Submission Maß genommen. Das gibt's noch nicht. Krasse Runde, Junge. Heftig. Der Kampf gerade flasht auf jeden Fall. Die ersten beiden Kämpfe waren ja richtig enttäuschend. Bam. Boah, das ist gut ausgewichen, der Lutscher. Und gleich wieder auf dem Boden. Gleich wieder auf dem Boden mit dir. Gleich wieder auf dem Boden mit dir. Und jetzt gehen wir direkt hier in die Submission rein. Und komm schon. Ach, er kann wieder aufstehen. Ich glaube es nicht. Na los, prügel mal. Nein, nicht ins Gesicht. Oh. Ich komm nicht mal raus. Ich komm nicht raus. Lass mich nicht los. Komm schon. Komm, 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 komm. Alter, wie er mich rumreißt. Komm, komm. Und jetzt bam. Ah, mach ihn. Mach ihn.
Gib ihn! Gib ihn! Ach. Wieder nichts. Oh, 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 oh. Bam. Jetzt müssen wir ihn aber richtig Maß nehmen. Oh, ich bin richtig aufgeregt. Ich will nicht schon wieder verlieren, ey. Hier ist auf jeden Fall verdienter Sieg, wenn wir hier gewinnen. Oh Mann, ey, der wartet doch nur darauf. Nein, nein, kein guter Jab. Komm, 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 komm. Und gleich Positionswechsel hier, ganz oft chill. Ey, 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 ey. Oh, Mist. Konnte ihn nicht verhindern. Und gleich nochmal. Takedowns geben Punkte. Das wird, egal wie das hier ausgehen wird. Wieso kann jeder sich daraus so schnell befreien? Gezielter Haken zum Körper. Ja, komm schon. Ah. Der Takedown-Versuch scheitert. Das artet in eine wilde Prügelei aus. Jetzt aber. Genau im richtigen Moment. Ja, ich habe nicht mehr so viel Ausdauer, wahrscheinlich deswegen, oder? Jetzt geht er in die North-South. Komm schon. Jetzt submission. Velasquez will hier einen Kimura ansetzen. Komm schon. Komm schon. Nimm ihn doch Maß. Nein. Ja, ja. Und auch diesmal kommt er wieder hoch. Er trifft mit der rechten. Jetzt aber. Jetzt ist er am Taumeln. Komm, 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 komm. Bam. Bam. Da liegt er. Ach, was, Alter. Da war gerade so rot im Gesicht. Da hätten wir ihn kaputt machen können. Sein Glück, dass die Runde vorbei war. Wow, was für ein spannender Kampf, Junge. Ach so, jetzt ist auf jeden Fall Siegerehrung. Ich denke mal, das hat sich für ihn erledigt, oder? Ja, zeigen sie hier die Dings. Kommt, Alter, wir haben... Also das haben wir uns jetzt wirklich verdient. Wenn er gewonnen hat, dann weiß ich nicht warum. Ganz ehrlich. So viele Takedowns. So viele gute Moves von uns. Wir haben doch wohl gewonnen, oder? Da ist unser nächster Sieg. Durch einstimmige Entscheidung sogar. Da hat der Toni endlich nochmal zugeschlagen. Mensch, ey, wieder zwei Niederlagen, ey. Das kotzt so an. Richtig bärstig, ey. Ha. Ich muss diese Groundkämpfe und alles noch richtig üben, Alter. Ich weiß nicht, warum manche so krass darin überlegen sind. Jetzt haben wir acht Punkte nur? Ach, dafür gibt's nur zwei, Alter. Und verbleibende Kämpfe nur zwei. Können wir vielleicht gerade mal den Aufstieg schaffen. Wenn nicht, ist auch egal. Alleine, dass ich ein paar Punkte geholt habe als so ein Noob, ne? Nochmal sorry für die Ausraster, Alter. Ich habe mich da einfach nicht unter Kontrolle gehabt, ey. Aber was soll man machen? Alles klar, meine Freunde. Dann schaltet wieder ein zur nächsten Folge dann. Und ich freue mich, dass ihr alle so zahlreich abonniert. Ey. Kann ich nur immer wieder sagen. Richtig geile Unterstützung von euch. Freue ich mich drüber. Lasst dem Video einen Daumen oben da, auch wenn ich auf die Fresse gekriegt habe in den ersten zwei Runden. Oder kämpfen. Sind auch Runden. Scheißegal. Na, und schaltet wieder ein, Alter. Wenn der Toni wieder brutal im Zerreißen ist, ebenfalls es versucht und schon tot zu schlagen, Alter. Nachher kommt noch ein FIFA-Video online oder ist schon online gekommen, keine Ahnung. Zieht euch das auf jeden Fall auch rein. Haut rein!